Es ist eine der traditionsreichsten heimischen Sportveranstaltungen für körperlich behinderte Menschen, das Rollstuhl-Tennisturnier in Groß-Sickertz. Seit 1987, also seit mittlerweile 23 Jahren, pilgern die besten Spieler der Welt nach Niederösterreich, so auch an diesem Wochenende. Neben der altbewährten Waldviertler Gastfreundschaft und der besonderen Atmosphäre warten die Veranstalter in diesem Jahr auch mit der ein oder anderen Neuerung auf. Groß-Sickertz im nördlichen Waldviertel. Der Ort, an dem sich Rollstuhltennisspieler wohlfühlen. Jahr für Jahr kommen die besten Sportler der Welt zu den Austrian Open. Heuer schon zum 23. Mal. Kein Wunder, ist man doch zu Gast bei Freunden. Das ist hier eine sehr familiäre Atmosphäre, eben so ländlich, und dadurch fühle ich mich auch total super wohl. Man kennt halt die Leute von den vielen Jahren einfach schon, sind immer die gleichen, und man wird ja halt herzlich angenommen, wie man halt ist. Es ist einfach etwas Besonderes, hier zu spielen, am Land. Überall sieht Bäume, die Landschaft ist schön, es ist sehr lebenswert hier. Eines der entscheidenden Kriterien ist, dass wir nicht mit den Turnieren in Großstädten konkurrieren. Ja? Wir versuchen nicht, irgendwas herzustellen, was es bei uns nicht gibt. Wir bleiben authentisch und veranstalten ein Turnier am Land mit ausschließlich ehrenamtlichen Mitarbeitern und versuchen, so einen besonderen Flair herzustellen. Abgesehen von der Gastfreundschaft ist das Turnier in Groß-Sickertz auch finanziell lukrativ. $17.000 werden ausgespielt. Die Austrian Open zählen zur zweithöchsten Turnierkategorie. Insgesamt nehmen 66 Sportler aus 16 Nationen teil. Fast schon eine Legende ist Österreichs Nummer 1 im Rollstuhltennis, Martin Legner. Die Nummer 9 der Welt kommt heuer zum 21. Mal zu den Austrian Open, erstmals allerdings als Einzel- und Doppeltitelverteidiger. Die Erwartungen sind natürlich hoch, wenn man Titelverteidiger ist, da will man natürlich wieder das Turnier gewinnen, aber es ist jede Runde schwer und jeder will gewinnen. Die größten Konkurrenten für Legner kommen aus Frankreich und heißen zum einen Nicolas Payfer. Der erst 19-Jährige ist an Nummer 1 gesetzt, und Frédéric Cataniot, hinter Martin Legner die Nummer 3. Bei den Damen wird der Sieg eine deutsch-deutsche Angelegenheit zwischen Katharina Krüger und Sabine Ellerbrock. Auch wenn in Groß-Sickertz vieles von der Tradition lebt, es gibt auch hier Neuerungen und Verbesserungen. So findet heuer erstmals seit Jahren wieder ein Quad-Turnier statt. Mit den Quad-Spielern ist ein ganz neuer Flair wieder da. Es sind Menschen, die zusätzlich zu den Beinen auch an den Armen eine Behinderung haben und deshalb in einem eigenen Bewerb spielen. Und da haben wir auch einige Spieler von der Weltspitze da. Auch die Infrastruktur wurde verbessert. Auf der Tennisanlage können sich die Sportler frei bewegen. Der Gehsteig wurde verbreitert. Es gibt keine Treppen. Nach getaner Arbeit erreichen die Spieler mit einem speziell umgebauten Fahrzeug die nahegelegene Unterkunft. Und die bietet umfangreiche behindertengerechte Ausstattung. Gastfreundschaft, bequeme Unterbringung, dazu ein gut organisiertes Tennisturnier. Kein Wunder, dass Spieler wie Martin Legner Groß-Sickertz jahrzehntelang die Treue halten. Stimmt's im Umfeld, dann stimmt's eben auch auf dem Platz.